Herzlich willkommen zu Intergeo TV mit einem Spezial zu Trimble. Mein Name ist Denise und mein Gast hier ist Janosch Faust. Er ist Regional Sales Manager bei Trimble. Hallo, Herr Faust. Hallo, Frau Wenzel. Ja, es geht um die Intergeo 2020. Die wird digital sein oder die ist digital. Und diese besondere Art der Durchführung der Veranstaltung verlangt natürlich auch von unseren Partnern, von den Ausstellern, eine besondere Form der Präsentation. Alle müssen sich umstellen, sowohl die Teilnehmer als auch die ausstellenden Unternehmen. Wie sind Sie bei Trimble daran gegangen und was können wir erwarten dieses Jahr bei Trimble? Ja, wie sind wir da rangegangen? Erstmal sind wir da relativ ad hoc rangegangen, das muss man ganz klar sagen, denn vor nicht allzu langer Zeit hatten wir hier noch ein rundes Tischgespräch. Da hatten wir alle insgeheim ja noch gehofft, dass wir doch physisch zusammenkommen. Das hat sich ja dann auch sehr schnell abgezeichnet, dass das nichts werden konnte. Und wir machen, oder da führte aus unserer Sicht auch kein Weg hin, das muss man ganz klar sagen, denn da steht die Sicherheit von uns allen, Kunden, durchführendes Personal, Messepersonal und so weiter, einfach im Vordergrund. Und das fällt dieses Jahr aus. Das muss man ganz klar sagen. Das ist natürlich schade. Das ist schade, weil wir die Intergeo in ihrer Form ja liebgewonnen haben und irgendwie auf diesen Branchentreff, auf diesen jährlich stattfindenden, uns gefreut haben. Und ja, den führen wir jetzt halt einfach digital durch. Ja, wir sind ja ein gutes Stück weit über das ganze Jahr daran auch gewöhnt worden, durch viele digitale Meetings und so weiter. Das kann bis hin zur, irgendwann hat mal einer gesagt, das Wort Zoom-Fatigue ist geprägt worden. Aber so schlimm ist es eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns jetzt drauf und sehen auch das Gute an dieser Gegebenheit, denn wir haben dadurch die Möglichkeit, noch viel mehr Kunden zu erreichen, noch mit viel mehr Kunden direkt in Kontakt zu kommen auf dieser Veranstaltung. Und wir merken das, ne? Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie schaffen wir etwas, was wir physisch kennen und wie bringen wir das in diesen virtuellen Rahmen und wie können wir, ich glaube nicht, dass wir den ähnlichen Zauber schaffen können. Ne? Wenn Menschen zusammenkommen und der Zufall das Ganze diktiert, dann entstehen Dinge, die unvorhersehbar sind. Das hat man vielleicht im Virtuellen nicht ganz so. Dafür hat man eben diese größere Reichweite und um irgendwo dort auch allen die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig zu sehen, was kommt da auf mich zu, wie sieht dann diese neue digitale Welt aus. Deshalb haben wir unseren digitalen Messestand im Prinzip untergliedert. Es wird quasi den Stand zur Intergeo geben, aber es gibt auch eine Pre-Intergeo Experience, also die Erfahrung und die Möglichkeit, dort in Kontakt zu treten vor der Veranstaltung. Es wird auch danach noch Möglichkeiten geben, dort weiter zu kommunizieren. Und da sehen wir ja jetzt schon, dass das auch angenommen wird, dass das auch von einem großen, weit gefassten Publikum angenommen wird. Und von dem her bin ich nicht nur positiv, dass wir eine großartige Erfahrung machen werden mit dieser digitalen Intergeo, sondern freue mich auch schon drauf, diese neue Erfahrung für mich und für uns alle mitzunehmen. Wir freuen uns da auch sehr darauf und vor allen Dingen darauf, welche Produktneuheiten Trimble hier auf der Intergeo Digital 2020 präsentieren wird. Ja, Produktneuheiten, das ist immer ein ganz schwieriges Thema. Natürlich, wenn manche Sachen sind ja noch nicht so ganz offiziell. Was ich jetzt sagen kann, was wir schon im September offiziell released haben und was natürlich das Produkt sein wird, um das sich alles auf der Intergeo 2020 drehen wird, das ist unser R12i Receiver, ein GNSS-System der allerneuesten Generation. Letztes Jahr haben wir die ProPoint Engine, also eine komplett neue Art, GNSS zu messen und die Signale zu verarbeiten, eingeführt. Das hängt damit zusammen, dass alle Konstellationen gleichberechtigt genutzt werden, dass die Signalverarbeitung anders gestaltet wurde und hat dazu geführt, dass das
das Tracking und also die Fähigkeit, kontinuierlich zu messen, die ist so stabil und robust geworden, dass ich jetzt an 30% mehr Orten GNSS-Messungen durchführen konnte, als es davor der Fall war. Und das ganze System wird jetzt erweitert um etwas, das wir TIP nennen. TIP steht für Trimble Inertial Platform. Und diese Inertialplattform, die profitiert ganz entscheidend von dieser ProPoint Engine und führt das Ganze ein Stück weiter, sodass wir jetzt wenn ich sage messen in allen Lagen, ist das für den Vermesser verwirrend, ja, aber im Prinzip kann ich jetzt mit diesem GNSS, ich kann gedanklich switchen. Es ist nicht mehr das GNSS, diese Antenne, wo gemessen wird, sondern ich messe wirklich mit der Spitze des Lotstabs, und um das zu ermöglichen und dort auch einem die absolute Sicherheit zu geben, dass genau nur diese Messspitze letztlich das Ergebnis ist, was ich bekomme, ist dieses System vollgepackt mit allerhand Technologien. Da gibt es eine Integritätsüberwachung, die rund um die Uhr aktiv ist und. Und das sind genau natürlich die Sachen, was macht das System aus als Gesamtlösung, was gibt mir diese unabdingbare Sicherheit, die wir auf der Intergeo unseren Kunden in allen Details und Facetten darlegen können werden. Da gibt es ganz klar Teile in unserem Veranstaltungsblock, und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit unseren Produktmanagern, mit den Produktspezialisten, mit den Mitarbeitern aus dem Support und mit allen zusammenzukommen in diesen virtuellen Meeting Rooms. Da kann man übrigens auch heute schon Termine vereinbaren, ne, wenn man das möchte. So viel nochmal zur Pre-Intergeo-Experience. Da gibt es eine Website, die ist auch schon offen. Das ist intergeo.trimble.com. Und da kann man sich jetzt schon die Termine reservieren, dass man das ganz direkt und für sich gezeigt kriegt. Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, dieses ganze Jahr der Corona-Pandemie, das zahlt ja auch ein auf unsere Verhaltensweisen. Alles ist digitaler geworden. Wir sind ständig irgendwie connected, tauschen uns virtuell aus, aber auch jetzt die Maßnahmen mit Terminvereinbarung und Pre-Intergeo, während der Intergeo und danach ist eben alles auch digital in dem Jahr. Eigentlich ist die Intergeo ja dafür bekannt, sie präsentiert Produkte zum Anfassen. Wirklich, die Präsentationen sind live und man kann sich überzeugen, sie lädt Leute aus der ganzen Welt ein, die Geo-Community weltweit. Was denken Sie, wie müssen sich die Besucher dieses Jahr auch anpassen, um sich in diesem neuen Format, also Sie sprechen jetzt von der Ausstellerseite, wie Sie sich vorbereiten und es präsentieren möchten, aber die Besucherseite, wie sollte die denn vorbereitet sein, was sollte die mitbringen? Der eine Tipp kam gerade, verabredet auch euch terminlich, also nimmt es auf die Agenda, sprecht jemanden an. Was denken Sie, wird sonst noch von den Besuchern in dem Jahr verlangt, im digitalen Format, in der neuen Form? Naja, also für die Besucher, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dort offen an diese neue Form der Intergeo herangeht, dass man das bewusst annimmt, dass man auch diese Möglichkeit, den digitalen Messebesuch im Vorfeld zu planen mit diesen Pre-Intergeo-Experiences, dass man das nutzt, dass man, wie Sie es gesagt haben, eben die Termine vereinbart, und sich damit auch die Zeit eines Experten sichert, dass man auf der anderen Seite aber auch schon durch das Vortragsprogramm geht und sagt, Mensch, das interessiert mich, das muss ich mir so eintakten. Und dann bleibt natürlich noch, und das vielleicht als besonderes Zuckerl, möchte ich mal sagen, für unsere deutschen Kunden die Möglichkeit, wir haben tatsächlich in einigen kleinen Standorten lokal dispers verteilt über ganz Norddeutschland die Möglichkeit, Produkte auch anzufassen. Da macht man über unseren Vertrieb, über die Altera, einen Termin aus und dann kann man ganz Corona-konform an diesem Tag dann zur Altera gehen und kriegt das in Kleinstgruppen auch zum Anfassen. Das ist auch ein schönes Angebot und ich glaube, das verbindet genau das Digitale auch mit dem Physischen und genauso soll es sein. Und Herr Faust, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Ausblicke auf die Intergeo 2020 digital bei Trimble und freue mich, Sie bald wiederzusehen. Alles klar, ich bedanke mich auch. Bis nächste Woche. Tschüss.